Na, wer von euch hat gerne früher mit Lego gespielt? Ich habe es echt geliebt und ich habe es auch immer auf dieser gleichen Platte, hat man dann immer die Steine neu angeordnet und interessante, fantasievolle Figuren zusammengebaut. So ähnlich funktioniert auch das Thema Baukastensystem bei den Autobauern. Volkswagen ist ja zum Beispiel jemand, der dieses Thema bis zum Ende quasi schon durchgespielt hat und immer weiter exerziert. Und so haben wir ein interessantes Fahrzeug dieser Plattform-Strategiespiele ebenfalls jetzt hier vor der Kamera stehen, nämlich den VW Taigo. Und der teilt sich eben die Bodengruppe unter anderem mit Modellen wie dem VW Polo, dem VW T-Cross, Seat Ibiza, Seat Arona, Skoda Scala, Skoda Fabia, Skoda Kamiq und dem Audi A1. Na, wenn das nicht viele verschiedene Modelle sind, die sich im Grunde die gleiche technische Basis miteinander teilen. Hier haben wir jetzt im Taigo von Volkswagen verbaut einen Dreizylinder, 1 Liter Hubraum, 110 PS stark, gekoppelt an ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Und das auf einer SUV-Coupé-Linie oder unter das Karosseriekleid eines SUV-Coupés gesteckt. Was das Ganze bringt, das werden wir jetzt im Alltagstest herausfinden. Wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, 10% Stadtverkehr. Und dann werden wir alles rund um den Taigo erfahren während dieser Informationsfahrt. Und ihr seid hoffentlich dabei. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem VW Taigo. Das Modellprogramm der Wolfsburger Autobauer gibt ja manchmal durchaus echt Rätsel auf. Wenn man sich da so das ein oder andere Produkt mal genauer anschaut, dann stellt sich doch schnell die Frage, was soll denn das eigentlich? Und so sicherlich auch beim VW Taigo. Weil wenn man sich den genauer anschaut, dann ist er zwar durchaus interessant, allerdings stellt man sich so die Frage, warum macht Volkswagen sowas? Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn man den Taigo nämlich genauer sich betrachtet, ist er nur 1 Zentimeter kürzer als ein VW Golf 8, dafür aber ein paar Zentimeter länger als der T-Roc, der ja eigentlich über ihm steht, und deutlich größer als Polo mit 20 Zentimetern Überschuss der Taigo oder der T-Cross, also eingepreist aber dann eher beim T-Cross, noch unterhalb T-Roc und unterhalb Golf. Warum? Ganz klar, wie schon eingangs erwähnt, er teilt sich die technische Basis mit Polo und T-Cross. Deswegen ist er natürlich auch bei denen ungefähr preislich angesetzt. Aber jetzt stellt sich ja die große Frage, als Golfkunde, sollte ich da nicht vielleicht sogar zum Taigo greifen? Das klären wir heute einfach mal, wenn wir uns den Taigo jetzt genauer anschauen. Rein optisch gefällt der Wagen mir persönlich sehr gut, denn wir haben so eine SUV-Coupé-Linie hier in das Fahrzeugblech hineinbekommen mit diesem nach hinten abfallenden Dachlinie. Das Fahrzeug wirkt insgesamt sehr kompakt und sehr stimmig. An der Front auch das angenehm freundliche Polo-Design. Am Heck dann Eigenständigkeit, was so ein bisschen zwar mit dem T-Cross einige Gemeinsamkeiten hat, aber in hübsch. In meinen Augen. Und hinter der manuell öffnenden Heckklappe bietet sich dann auch ein richtig gut nutzbarer Kofferraum, der sogar für Familien gut geeignet ist. 440 Liter Stauraumvolumen in der Basis bis maximal 1222 Liter und damit toppt er ebenfalls auch den Golf und natürlich auch in der Variabilität, denn er kann einfach besser beladen werden mit seiner größeren Heckklappe. Also da macht er dem Golf auf alle Fälle Konkurrenz. Im Fond dann bietet der Taigo nur unwesentlich weniger Platz als ein VW Golf. Erst der Golf-Variant, der eben die längeren Radstand dann hat, der bietet natürlich wesentlich mehr Platz, aber der normale Golf gegenüber dem Taigo, der ist nur minimal vielleicht hier und da etwas größer. Das würde man nur im direkten Vergleich wohl merken. Ich persönlich habe noch genügend Knieraum und genügend Kopffreiheit. Ich habe leider keine Belüftung für die Frontpassagiere. Das finde ich sehr schade. Auch nur einen USB-Anschluss, der in den meisten Fällen aber reicht.
Sonnenschutzrollos gibt es leider auch nicht für den Taigo, sondern lediglich eine Sonnenschutzverglasung. USB hatte ich eben gerade erwähnt. Isofix gibt es an den Außenpositionen. Die Türausschnitte sind angenehm groß, sodass man Kinder oder Kindersitze wunderbar hinein und auch heraus bekommt aus dem Fahrzeug. Und auch der Zustieg für Erwachsene ist sehr gut und ausreichend groß bemessen. Vorne sitzt es sich dann auf sehr bequemen, gut ausgeformten Sportsitzen, in unserem Fall mit der R-Line. Wir haben echt viel Seitenhalt, einen hohen Langstreckenkomfort, angenehm straffe Polsterung und auch eine sehr schöne Maserung hier mit diesem Mikrofaser und dem R in der Sitzlehne. Eine Lordosenstütze gibt es, eine manuelle. Das Lenkrad ist in Höhe und in Tiefe ausreichend weit verstellbar. Und wenn man dann eben hier über den Armaturenträger blickt, dann sitzt man hier ganz klar in einem Polo-Derivat. All das, was der Polo so bietet, auch von der Optik her, das bringt der Taigo hier auch mit. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument, was in mehreren Möglichkeiten individuell einstellbar ist. Wir haben einen großen Mediabildschirm, der gut positioniert ist und schön in den Armaturenträger eingelassen ist. Den gibt es in zwei Ausbaustufen. Es gibt ein kleines Navigationssystem mit physischen Drehreglern, das Discover Media, oder das große mit lediglichen Touchflächen, hier das bei uns verbaute Discover Pro System. Beiden gemein, es gibt einen Internetzugang und es gibt auch eine Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto. Beides funktioniert sogar wireless. Wir können das Smartphone entweder über zwei USB-C-Anschlüsse laden oder aber optional gegen ein Induktiv hier in der Mittelkonsole. Zudem gibt es optional auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, die allerdings leider mit Touchflächen ihre Bedienung gesteuert wird. Finde ich schade, hätte ich mir gerne auch ein paar physische Regler gewünscht. Die habe ich aber dafür, physische Tasten hier am 3-Speichen-Multifunktionslenkrad, einwandfrei ablesbar, wunderbar zu bedienen und auch haptisch sehr, sehr angenehm gemacht. Haptisch angenehm sind auch die Materialien, die hier alle verbaut sind, sehr aufgeschäumt hier oben im Armaturenträger, allerdings Hartkunststoffe in den Türverkleidungen, wobei im Fond eines VW Golf 8 kennt man ja auch Hartkunststoffverkleidungen. Alles wirkt aber sehr, sehr gut verarbeitet. Nichts wackelt, nichts knarzt. Auch das passt also auch. Bisschen schade finde ich, dass wir eine Mittelarmlehne haben, die leider nicht in der Höhe manuell einstellbar ist, sondern lediglich hier einfach nur aufklappbar oder eben zuklappbar ist. Dafür aber verschiebbar. Unter der Motorhaube des Taigo hat man die Auswahl aus 3-Zylinder Turbobenzinern oder in der Spitze dem 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der sicherlich die schönste und sicherlich auch angenehmste Antriebsalternative darstellt. Hier haben wir die mittlere Variante, nämlich den 1.0 TSI mit 81 kW Leistung. Der ist auch an ein 7-Stufen DSG hier gekoppelt, also ein Doppelkupplungsgetriebe. Das Doppelkupplungsgetriebe gefällt mir persönlich leider weiterhin immer noch nicht. Es ärgert mich immer wieder mit einem verzögerten Ansprechverhalten auf Gaspedalbefehle und ruckelt auch hier und da, gerade im Rangierbetrieb, sehr oft. Also meiner Meinung nach, ich persönlich wäre eher der Handschalterfreund. Aber gut, schreibt mir gerne mal, was ihr wählen würdet, Handschalter oder DSG. Nichts zu meckern gibt es allerdings über die Leistung des Triebwerks. Der Motor ist sehr, sehr quirlig, läuft angenehm ruhig. Lediglich Start-Stopp-Automatik mag er nicht. Da schüttelt er sich bisweilen beim An- oder Abschalten. Zudem, wenn man ihn wirklich fordert, dann geht ihm doch so ab 5.500 Umdrehungen geht ihm doch die Luft aus. Er wird dann zunehmend zäh und auch etwas akustisch präsenter, ohne aber wirklich laut oder nervig zu werden. Schade auch, er hat ein deutlich ausgeprägtes Anfahrloch oder ein Turboloch unterhalb von 2000 Umdrehungen. Da muss man sagen, da fällt man vor allem mit dem Doppelkupplungsgetriebe gerne hinein, gerade weil es DSG eben versucht, entweder mit Segeln oder sehr niedrigem Drehzahlniveau eben einen geringen Kraftstoffverbrauch zu ermöglichen. Und wenn man dann aber mal drauf tritt, dann fällt er eben in dieses Loch. Dazu kommt dann auch noch das verzögerte Ansprechverhalten des Doppelkupplungsgetriebes. Und dann ist das Ganze leider eben nicht mehr allzu harmonisch
geregelt. Harmonisch dafür allerdings die Fahrwerksabstimmung, sehr neutral, sehr gut. Einzig hier die sportliche Fahrwerksabstimmung, die wir haben mit den 18 Zoll Rädern durch die Airline. Da merkt man das etwas straffere Abstimmungsverhalten und vor allem gerade das Anfedern eben durch kurze Stöße, die werden dann direkt einmal weitergereicht. Das muss man vorher mögen oder testen vor allem, ob das im Alltag auf seinen Hausstrecken vor allem etwas stört. Gerade wenn man viel Kopfsteinpflaster fährt oder schlecht ausgebaute Straßen, dann könnte es eher jemanden ärgern. Dann lieber einfach die Airline weglassen und ein normales Fahrwerk mit 17 Zoll Rädern nehmen. Dann seid ihr sicherlich auch deutlich entspannter hier daran. Entspannt ist auch die Lenkung. Die bietet wenig Rückmeldung von der Straße, ist aber angenehm direkt und lässt auch dem Fahrer die Möglichkeit, den Taigo gerade auf kurvigen Straßen schön zu positionieren. Das Fahrwerk lange neutral, ein sehr hoher Grenzbereich. Selbst wenn es ein bisschen rutschiger wird, dann ist der Grenzbereich noch sehr, sehr hoch angesiedelt. Er rutscht dann erst sehr dezent über die Vorderräder, kündigt sich auch sehr gut an und ist wunderbar beherrschbar. Also hier echt wirklich sehr vorzüglich, die Fahrwerksabstimmung und auch wirklich nahezu narrensicher, was man auch von einem Volkswagen auf alle Fälle erwartet. Auch die Fahrwerksassistenten sind auf sehr hohem Niveau und da werden viele Golfkunden auch dann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen neidischer auf den Taigo-Kunden schauen, denn bei dem funktionieren schließlich die Assistenzsysteme größtenteils richtig, richtig gut. Der Travel Assist ist auch hier an Bord. Er vereint wieder alle Fahrassistenzsystemen in sich, unter anderem eben den Abstandsregeltempomaten, aktive Spurführung, aktive Spurhaltung und prädikativen Vorausschauassistenten. Das heißt, gepaart an Topografieinformationen und Kamera der Verkehrszeichenerkennung. All das wird in sich wunderbar kombiniert, sodass das Fahrzeug teilautonom bis zu einem bestimmten Grade möglich ist zu fahren und entlastet somit auch den Fahrer deutlich. Dazu passen auch wirklich die richtig guten Matrix-LED-Scheinwerfer, diese IQ-LED-Scheinwerfer, die hier verbaut sind, die richtig gutes Licht machen und auch nochmal mehr Sicherheit, gerade bei schlechten Witterungsverhältnissen oder eben bei Dunkelheit, bieten und in jedem Fall hier in einem Taigo verbaut sein sollten. Was der Wagen aber jetzt kostet und was er verbraucht hat auf unserer Verbrauchsrunde, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dranbleibt zum Fazit, denn da fahre ich jetzt schon mal für euch hin. Bis gleich. Sinnvolle Produktergänzung oder sinnfreie Produkterweiterung? Das ist die große Frage hier beim VW Taigo. In meinen Augen ist es eine sinnvolle Produktergänzung. Den VW T-Cross, der im Prinzip das gleiche ja darstellt hier wie unser Taigo, den kann man eigentlich in meinen Augen eher in die Tonne schmeißen. Alleine schon designtechnisch ist der Wagen wirklich nicht schön. Hat aber mehr Variabilität, weil verschiebbare Rücksitzbank beispielsweise. Dennoch. Warum ist der Taigo so interessant meiner Meinung nach? Und das kann ich euch auch erklären, denn meiner Meinung nach hat er das Zeug zum VW Golf Käufer Catcher. Ja, richtig gehört. Der VW Golf Kunde ist echt mittlerweile ziemlich angefressen, was das Thema Infotainment, Bedienung, Softwareprobleme angeht. Und da kommt dann so ein Taigo durchaus interessant daher. So ein bisschen SUV-Coupé-hafte Designlinie, also voll im Trend. Und dann auch nicht der direkte Imageabstieg vom Golf auf einen Polo. Hier sogar mehr Variabilität als noch im Golf. Dafür eben klassische Bedienelemente, physische Tasten, gleich gute Assistenzsysteme vorhanden und auch zum Beispiel hier schlicht und ergreifend gute Konnektivität, die zuverlässig auch funktioniert. Also Verzicht gibt es hier keinen für den Golfkunden, im Grunde lediglich bei den oberen Leistungsausbaustufen, wobei wir wissen, viele Kunden greifen so oder so zu den Einstiegsmodellen 1 Liter oder maximal 1,5 Liter und beides ist hier im Taigo auch verfügbar. Meine Empfehlung wäre ganz klar, den 1 Liter Dreizylinder Handschalter zu nehmen.
nicht den Doppelkuppler, weil das Doppelkupplungsgetriebe weiterhin so ein bisschen Probleme hat mit dem verzögerten Ansprechverhalten unter Last oder aber ein bisschen Ruckeln im Stadtverkehr, beim Rangieren unter anderem. Günstig ist der Taigo aber nicht. 21.380 Euro der Einstiegspreis. Der Testwagen, so wie er da steht, mit fast Vollausstattung kostet 38.615 Euro. Also richtig, richtig viel Geld. Wer ihn aber sinnvoll konfiguriert, der kann mit knapp über 30.000 Euro ein echt gutes Alltagsfahrzeug bekommen. Beim Verbrauch, da hat man auch einen guten Alltagswert. 6,1 Liter hat er im Test verbraucht. 5,9 Liter der WLTP-Angabe, also auch das einwandfrei. Und meiner Meinung nach also ein echt richtig gutes Alltagsfahrzeug. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Schreibt mir gerne eure Meinung. Abonniert den Kanal, liked das ganze Video. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei UbiTestet. Ich sage Tschüss und Servus.